Hallo ihr Lieben, wir sind wieder da. Wir können auch aus dem Fotomodus raus. Ne? Ja. So. Jetzt wird's interessant. Der Weg zurück. Eigentlich können wir springen und dann. Ach ne, Kerstin nicht, ne? Nee, es ging jetzt wieder. Keine Ahnung warum. War zweimal in den Einstellungen drin. Okay. Geronimo! Ich bin unten. Oder liegen noch ein Blatt? So, auch ich bin wieder da. Ich habe da bei dem anderen Heckenaufstieg relativ viele auch runtergeschossen. Ich weiß nicht, ob ihr die da schon klein gemacht habt. So. Noch eine. Da hinten sehe ich noch was. Achso, Kerstin rennt da auch schon hin. Da ist so ein Giftkäfer. Wollen wir den killen? So eine Baumwanze? Mhm. Was macht, was kann die nochmal... Oh, der giften. Ist ja, nee, ich meine, was machten die nochmal für... Was hatten die nochmal für... Stechen. Ob wir da rankommen? Stechen war die empfindlich? Ja. Ich hab keinen Speer mehr, fällt mir gerade auf. Irgendwie ist mein Bogen auch weg. Also. Ich hätte noch einen für dich, warte... Hier. Da kommen wir nicht ran. Ich hab keinen auf Ersatz. Danke. Aber vielleicht. Okay. Ich werfe dir halt ganz gerne. Achso, ja, Gasmasken schnell, scheiße. Ich hab hier noch Wissenschaft, wartet. Zu spät. Kommt auch gerade ein Marienkäfer, der glaube ich mit uns kämpfen soll. Was seid ihr denn da hinten? Mit uns oder gegen uns? Keine Ahnung, wir kämpfen jetzt gegen ihn. Wir kämpfen gegen ihn. Eine Mikrosekunde zu spät das Schild hochgenommen. Oh, ich habe auch fast gar kein Leben mehr. Bibichen, danke schön, selber Bibi. Danke. Das ist schon ein bisschen frech, was die hier machen, ne? Oh, wow! Boah, der hat da mal kurz die Aggro geändert, der kleine Arsch. Ja, ich bin auch gleichzeitig down gegangen übrigens. Ja. Obwohl wir an zwei verschiedenen Seiten standen, ne? Danke. Ja, nein, er hat einfach kaputt. Er hat einen Rundschlag gemacht. Okay, wenn man die, ich glaube, wenn die Ausdauer leer ist, dann kann man auch nicht mehr gut blocken. Ich hab, er hat mich gerade doch trotzdem durchschlagen. Okay, ich bin plus 2. Plus 0. Jessie kommt von den Toten nicht hoch, die kommt immer zu spät. Dabei. Vielleicht bin ich auch einfach besser im Ausweichen als ihr. Hänge an meinem Leben. Du hast den ersten Gegner nicht mal gesehen. Ich hab gesagt, da ist Wissenschaft, die will ich noch holen. Während wir draufgehauen haben. Okay, nach Hause. Ja. Leveln und Spinne, 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 groß. Keine Lust drauf. Bayern weg. Übrigens, dieses Food, das wir aus dem Dörrfleisch machen können, ne, das heilt einfach mal halb hoch. Okay, das lohnt sich das dann. Das Wissenschaft? Ja. Ja, sie macht das strategisch halt richtig, danke. Genauso sieht sie nämlich aus. Warten, bis wir down sind. Ja, andere sterben lassen, strategisch richtig machen. Solange ich nicht sterbe, sehe ich da keinen Nachteil dran. Wäre eigentlich schon bei dieser Milchpackung? Schon unten. Laus! Bleib stehen, Laus. Huch.
Milchpackung. Jessie, jeder braucht seine Lockvögel, Jessie. Genauso sieht's aus, Nina. Genauso sieht's aus. Jessie, verhaut mal. Was? Da ist ein. Los, hier. Bombardierkäfer, den brauchen wir, Jessie. Da ist eine Spinne! Ja, ich spreche vom Bombardierkäfer. Ja, wo ist denn der Bombardierkäfer? Da ist der Bombardierkäfer. Lass uns mal machen, Kerstin. Da ist noch ein zweiter. Da ist vor allem auch eine Spinne dabei. Könnt ihr uns helfen, bitte? Die hat mich hinterrücks erpiekst. Ja, nicht Inventar öffnen. Hacken. Achtung, die kämpfen gegeneinander. Ich bin mittendrin, schon nur dabei? Jetzt nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Ah, ihr habt euch natürlich mit dem zweiten angelegt, statt uns zu helfen, ne? Super. Hä, hey, der war auch aggro. Ja, der hat die Aggro schon auf euch. Über dir ist eine Mücke. Ich hör's. Ich hab keine Pfeile mehr. Ich bin vergiftet. Au, ich bin down. Ich bin auch down. Bombardierkäfer tot. Ja, ich auch down. Ach, das sind zwei Mücken. Wow. Sie guckt sich die Chancen erst einmal aus der Ferne an und entscheidet, ob die Chancen sind alle down, ne? Stehen oder sie dann noch lieber 5 Meter weiter alle weg down? Geht. Emotionalen Support leistet. Auch Jessie, genau. Die ist nicht weggerannt? Wir waren alle down. Nein, ich bin nicht weggerannt. Ich habe tatsächlich sogar den ersten Schlag gelandet, du. Teamwork ist ja auch so 2017, voll out. Nein, das machen wir nicht mehr, Odin. Was ist hier los? Das ist schon wieder der scheiß Spawn mit den Baumwanzen. Gasmaske. Spawn mit dem. Oh Gott, das ist wirklich ein scheiß Spawn. Ja, ich beim letzten Mal weg. Schon. Die Baumwanze ist direkt vor mir. Ja, Kerstin, lauf du mal weg. Ich warte hier noch. Ja, ich laufe weg. Gasmaske auf. Aua. Welche? Ja, Jessie, du stirbst. Ja. Komm hier gar nicht raus. Nein. Vor allem, wenn ich laufe, bin ich tot. Boah, 3 Stück. Alter, das kriege ich nicht einfach hin. Okay. Ihr lieben Ausrufezeichen Multi, ne? Dann seht ihr auch, was bei dem passiert. Au. Ich hab's geschafft, glaube ich. Okay, meine Gasmaske ist kaputt und ich bin down. Ich bin der schlechteste Spawn ever. Wo ist eigentlich? Ja, spawn ich jetzt spawn hier nochmal? Wo ist denn die eigentlich? So, okay. Was ist beschädigt? Panik. Dahin sind meine Sachen. Bin natürlich genau in die falsche Richtung gelaufen. Nein, lass mich. Ich will dich nicht. Es ist übrigens Nacht, ne? Also achtet auf Voice Spin. Großes Kino. Sind das 2? Nein! Doch. Das war die Mücke. Das waren 3 Mücken, zwischenzeitlich, die mich verfolgt haben. Boah, 2 Mücken zu blocken ist nicht so geil. Hochheben? Mein Gott, Kackviecher, ey. Ja. Nein. Der Bombardierkäfer ist auch schon wieder tot. Oh. Schneller. Oh. Danke. Ich hab keine Ahnung, wo die anderen sind. Ich warte mal. Bin Panik. Au, ich bin down. Ich auch. Hätte einfach wegrennen sollen. Jessie auch? Ja. Okay, ich habe hier eine Mücke. Das heißt, ich kann euch. Ja, aber ich kann euch nicht wiederbeleben, wenn ich hier eine Mücke am Hals habe. Ich habe eine Mücke, die hier direkt bei mir rumkrabbelt.
sind jetzt alle am Spawn. Können wir nicht einfach schlafen? Ich lebe noch. Okay, ich laufe. Spinne. 8, 7, 8, 6. Es wird 7. keiner kommen. Okay. So, dann sagt es doch. Ja, ich hab gesagt, ich habe jetzt 2 Mücken, mit denen ich euch nicht wiederbeleben kann. So, das aber bei mir eben. Mal respawn ich am Bett. Ich weiß gar nicht, ob irgendein Spawner sinnvoller ist als meiner jetzt gerade. Ich bin einfach an der Box gespawnt, der ist hier relativ nah an zu Hause. Achso, ich bin an der Hecke gespawnt. Ach, mein Schild ist auch kaputt gegangen, sehe ich gerade. Didi und ich sind in einer Baumwanzen. Ja, da bin ich vorhin schon Wolke gespawnt. Also, vorhin. Ja, ich bin da zweimal gespawnt. Ja. Ups, ich habe versehentlich deinen Pilz. Oh, ich wieder eine Baumwanze. Die habe ich nicht gesehen, die war gut getarnt. Kann ich die nicht reparieren? Ja. Ich pack meine Sachen und renn weg. Das ist ein Plan, oder, Chat? Auch weg. Es kommt gleich wahrscheinlich eine Wolfsspinne und ich bin nochmal tot. Wie spät ist es denn jetzt? Es ist 21.23 Uhr. Ihr habt deinen Pilz kaputt gemacht. Nicht. Conny. Ach so, in-game. Warum? Ja. Wow. Weil daneben ein Kingster war, ein Rüsselkäfer. Und ich mir so dachte, ich hau den mal für Fleisch. Wollen wir hier zu Hause schlafen und dann die Sachen holen? Ja. Komm ich hier raus? Jetzt habe ich meine Pfeile weggepackt. Wo sind die? Warte, ich glaube, ich habe endlos viele aufgesammelt. Meinte ich, komm da. Nee, habe ich gar nicht. Ich habe noch 20. Liebe Spinne. Fuck. Ah, hier ist ein Milchmolar. Die kann bestimmt nicht schwimmen, ne? Das nehme ich da mal. Wir haben ein komplettes Inventar da liegen lassen. Ich habe alles dabei. Ja, ich muss da nochmal hin, mein Zeug. Ich auch. Leben größer Loot. Loot größer Leben. Wollte schon sagen. So, unter Wasser ist sicherer als über Wasser. Wo muss ich denn hin? Hey, ist da. Ich häng mal die Läuse auf, die hier noch in der Box sind. Hallo, könntest du bitte ganz normal schwimmen? Wie werde ich hier geblockt? Ich kann da nicht lang. Ich werde hier weggeblockt. Was ist das für eine Kacke? Ausgerüstet. Großes Rüsselkäferfleisch. Ah. Nicht schlafen. Schild reparieren, ja, kann ich nicht. Schumpchen, ich brauche Rüsselkäferfleisch. Der Sound ist witzig, wenn Essen vergammelt. Das war mein geiler Last-Second-Save von Kerstin. Leider hat es nicht gereicht. Ja, ich würde in dem Spiel durchgehen schreien. Igitt. Ja. Wir hatten hier schon den... Grobes Seil ist leer, bitte was? Passiert? Denk an den Spawnpunkt. Ja. Musst du gleich sagen, wenn ich in der Base bin. Klar. Ich wäre bereit für Schlafen. Ja. Übrigens, wenn wir wirklich mal Fliegen farmen müssen, ne?
Es gibt ja hier am Baum diese Lampe. Da fliegen gerade ungefähr 80 Millionen Fliegen. Also, das ist nicht mal übertrieben. Junge. Die Fliegen finden wohl Licht toll. Ja, was ungewöhnlich ist, weil Fliegen normalerweise nicht nachtaktiv sind. Bei Mücken kann ich das ja noch nachvollziehen, aber Fliegen? Ist jetzt ist noch nicht Tag, oder? Nee, das ist jetzt aber wir gleich können, eins. Wo seid ihr alle? Gollum steht da unten. Dieses Licht hatte ich mal gemeint. Hallo Daniel, ich grüße dich. Was passiert hier? Na, Shoya, danke schön für deinen Raid. Classy in the house. Hallöchen, Beast. Na, the real Erasius. Hallöchen. Mute mich, glaube ich, mal da. Kurz. Wo ist er? Hä? Hat sich getarnt, ich sehe ihn nicht mehr da. Bin zu Hause. Der Hammer. So, erstmal alles am Fleisch aufhängen, was ich noch habe. Und reparieren. Ist schon alles voll. Aber bitte erstmal schlafen, damit das sich noch lohnt. Ja, lohnt sich es nicht, dann brauchen wir auch nicht schlafen gehen. Ja, wenn wir jetzt schlafen, dann ist noch okay. Okay. Danke, Schumpchen. So, und dann erstmal Stuff wieder zurück organisieren. Oh mein Gott, das ist hell. Ich hab alles. Dreck geblendet. Okay, jetzt können wir auch schon alles wieder abhängen, was hier liegt. Hängt. So. Okay, es ist ziemlich viel vergammelt von mir. So ein Mist. Ich konnte meine Läuse gerade so retten, indem ich sie schnell aufs Feuer gepackt habe. Das war besser als nix. Wäre mal interessant zu wissen, was man aus diesem ganzen komischen Brei macht. Ja, nämlich ungefähr arschviel verdorbenes Essfleisch. Oh Gott, ist mir viel im Inventar verdorben, so ein Scheiß. Oh, ich habe übrigens 3 Kochdrüsen auch noch eingelagert. Ja, vielleicht haben wir jetzt genug Stuff, damit sehe ich jemand noch, oder? Ja, also theoretisch könnte jemand sich noch einen Insektenhammer bauen, den neuen. Ja. Und auch Insektenaxt geht. Also theoretisch, ja, einen Hammer geht, aber es gehen mehrere Äxte. Also Äxte ist für jeden drin. Die waren doch auch ziemlich cool zum Kämpfen, oder? Ja. Ja, also ich kämpfe damit sehr viel. Für Axtkämpfe ist das halt dann besser. Ich würde trotzdem ganz gerne erstmal meinen Stuff retten gehen. Da bin ich auch auf dem Weg gerade. Wir haben nur 3 Bombardierkäferbrocken, Conny. Ja, die habe ich in etwa 9 Stück. So. Ja, okay, ich habe mir jetzt eine gemacht. Ja, ich schmeiß das mal irgendwo hin. Ihr konntet es wohl nicht sticken vorhin. Ja, wahrscheinlich, weil ich es gerade meine vorhin kann ja dann nicht sein. Insektenbrocken. Ach, keine Ahnung, ich schmeiß einfach wieder in die irgendwo Kiste. So, jetzt sollte es gehen. Wir haben keine Pilze mehr? Warum haben wir keine Pilze mehr? Ist auch nicht. Ich wollte eben mir auch eine Ladung schnappen zum Schnellessen. War weg. Das kann nur Jesse hinterher. Das kann nur Jesse gewesen sein. Ich weiß, wo die die hingeräumt hat. Nee, die hat die wahrscheinlich aufgegessen. Die hat vorhin jede Menge Pilze verteilt.
Ja, vor allem hat die auch, ja genau, die hat ganz viele mitgenommen. Vielleicht hat sie einfach alle mitgenommen und die sind jetzt in ihren Rucksack. Dann suche ich mal ein paar Pilze. Für den Hammer brauchen wir noch mehr Baumwanzenbrocken. Genau was? Ja, ich habe noch 3 Baumwanzenbrocken im Inventar. Ich komme gleich wieder, ich hole nur gerade ein paar. Mücken campen natürlich bei unseren Rucksäcken. Kämpfen oder campen? Campen. Ah, okay. Schleichen und wegholen. Gab es nicht noch einen zweiten Ofen? Ich guck da gleich mal nach, Frank, aber ich glaube nicht. Die Mückennadel ist in ihrem Buff auch sehr gut. Das nennt sich taktisches Warten. Gut drauf. Die Mücken warten taktisch. Taktisch warten ist eine nette Umschreibung für Campen. Also wer noch Pilze findet, gerne mitbringen. Ich weiß nicht, ob ich die Mücke hier alleine schaffe. Du bist jetzt wahrscheinlich zu weit weg, um dir zu helfen. Ne? Wo bist du? Da, 450 Zentimeter. Wo sind die ganzen Keksbrocken geblieben? Sind die auch vergammelt? Nee, die können nicht vergammeln. Ich weiß halt nicht, ob wir die noch benutzen können. Deswegen ich verstecke die jetzt vor Jesse. Einfach Sachen vor Jesse verstecken. Ich bin bei der Mücke erstmal wieder abgehauen. Ich habe quasi keine Gesundheit mehr. So, das ist. Ja, ich bin auf dem Weg. Läuse dürfen nicht. Dörrfleisch, okay. Aber Kaulquappen-Dörrfleisch konnten wir ja so essen, ne? Rüsselkäfer-Dörrfleisch auch. Dann packen wir das in die Fertigessenstruhe. So. Nur das Läusedörrfleisch darf da nicht rein. Hier ist auch einfach kein Saft in der Nähe. Ich würde mir gerne mal ein paar Verbände bauen, aber irgendwie. Hier kannst du das essen. Ja, jetzt ist es runtergefallen. Ja, gut, Essen habe ich selber. Ja, dann nimm von mir ist auch ein Verband. Ich glaube, das war die Schmiede, die du im Kopf hattest. Kann halt keinen bauen, weil ich keine Dings finde. Oh, habe ich aus Versehen genommen. Das weiß ich nicht. So, hier. Mhm. Danke. Dankeschön. Aber Essen finde ich halt viel besser als Verbände. Oh. Du hast die Gasmaske noch auf, ne? Okay, fliegt vielleicht daran. Da. Wie? Zur Hölle? Wie kann ich denn durchwechseln, wenn ich zwei Stück in der Hand, wenn ich da zwei Stück habe? Wie kann ich das denn durchwechseln? Du nimmst dann im Inventar die andere Flasche und machst sie oben in deiner Hand. Das muss doch noch irgendwie anders gehen. Zwei taugen nicht in den Tar und den Quickslots. Hm. Okay. So wird's halt gehen. Oh, ja. Vielleicht geht's von hier aus. Wir wurden auf dem direkten Weg versucht. Ob Jesse heute nochmal wiederkommt? Man weiß es nicht. Ja, hier sind wieder die Mücken. Und die Spinne. Spinne haut ab. Ich weiß halt nicht, wo dein Rucksack ist. Ich höre die Mücke. Ja, ich höre sie auch. Bedrohung, da ist sie.
Steam, warum hast du denn eigentlich meinen Fliegenpilz gefällt? Oh, zu zweit sind die so easy. Ich hab den nicht gefällt. Da war ein Rüsselkäfer daneben. Ja. Ich hatte Hunger. Nächste Mücke. Und vielleicht hab ich daneben gehauen. Ach so, hast ihn kaputt gehauen, aus Versehen. Okay. Den Pilz nicht. Hallo, ich bin wieder da. Wir haben schon gedacht, du wolltest nicht mehr mit uns spielen. Doch. Ich muss nur Raid vernünftig begrüßen und Hallo sagen. Jesse, wir sind hier im Mückenkillen, Didi und ich. Wir haben uns gefragt, wo die Pilze geblieben sind, Jesse. Achso, es könnte sein, dass ich die eventuell alle in der Tasche habe. Das haben wir uns auch gedacht. Also, ist ja nicht so schlimm, weil du hast uns ja was essen gebracht, aber... Ja, ich hab meinen Rucksack noch da liegen. Ich hol den ab. Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Ich hatte ja keine Möglichkeit, das mitzunehmen. Mit Respawn. Oh Gott. Oh Gott. Wo bist du denn jetzt umgekippt? Ich glaube, ich bin irgendwo hier, wo ich noch nicht sein sollte. Ja, okay, ich hole hier auch keiner raus. Da sollten wir noch nicht so schnell hingehen. Ich bin gerade wieder zurückgelaufen. Rucksack von Jesse liegt hier. Ja. Meine liegen da hinten im Wasser. Was ist da wohl wieder kriege? Da ist noch eine Mücke, ne? Die sieht jetzt gerade nicht so aus wie eine Mücke, aber im Wasser. Da ist noch eine Spinne. Ja. Ist noch ein bisschen zu schwer für euch, ja. Ich hab's mir gedacht, aber ich würde jetzt gerne trotzdem versuchen, meinen Starter wieder zu kriegen. Spinne, nein, keine Spinne. Hinten rechts ist eine Mücke, hier sind zwei Mücken. Ja, die eine hat Akku. Wen hat die denn jetzt aggro? Weiß es nicht, sie ist gerade ein bisschen verwirrt. Ich. Auf mich? Nee, der hat mir auf mich angegriffen, keine Ahnung. Ist mein Rucksack? Zu zweit gehen die echt. Ja, die Mücken sind eigentlich nicht so ein Problem, nur wenn du dann alleine gegen alleine eine... Ja, oder mehrere auf einmal halt. Mehr ja. Als, mehr, also mehr eine Mücken geht als wohl. Eine geht wohl, aber muss nur ein zwei sein, ist dann vorbei. Hä, wo ist denn jetzt mein anderer Rucksack doch da? Schade, dass man hier nicht mit Kanalpunkten Spinnen beschwören kann, wie bei Minecraft. Jesse ist jetzt natürlich die Nutznießerin davon, dass wir die ganzen Mücken hier wegmachen, ne? Ja. Die marschiert jetzt hier einfach rein und nimmt ihren Rucksack. Das ist doch immer so. Ich habe auch noch einen zweiten Rucksack hier von dem. Angeblichen Raid-Card. Ja. Ich habe keinen gesehen. Bei mir ist auch ein Raid eben gekommen. Ich bin mal weg und lass euch das alles machen. Bei mir ist auch ein Raid gekommen. Jetzt hilf uns doch hier weg. Oh Mann! Was ne Kackviecher! Lasst mich doch in Ruhe! Da hat sie meinen Block durchbrochen. Das lebt nichts. Ich weiß nicht. Ich will jedoch nur wieder raus. Lass mich doch einfach gehen. Was macht sie da? Wilde Flugmanöver. Ja, sie soll lieber mal wieder herkommen. Oh Gott. Hallo? Oh Gott, ich hab's überlebt. Oh wow, ich hab keine Pfeile mit. Das sind keine Viecher, das sind Pilze. Ja, ist okay, aber es sind lebendige Viecher, die mich töten wollen. Oh mein, dass ich das überlebt habe, ey. Leco mio. Kann jemand die Fliege noch mitnehmen, die hier liegt? Hier ist noch ein Ausrüstung ist komplett hin, ja. Ich muss mal reparieren. Ich wollte meinen Stuff eigentlich haben. Ich glaube, Axt war das. Ja, Axt. Oh, ich habe jetzt mal eine neue Axt.
Lass mich da mal durch. Hä, was? Wow, ich auch. Dieses, ich mache. Okay. Mein Inventar ist voll, ich kann nichts mitnehmen. Ich kann auch nichts mitnehmen. Ich hab noch, aber wo liegt denn was? Bei dir eigentlich gerade so. Hab's. So. Bombardier-Kieferbrocken. Also Chris, wegen mir ist sie ja nicht in Minecraft gestorben. Ist doch besser so. Wie viel kann ich denn davon eigentlich sticken? Doch wieder. Wir können gehen wieder zurück. Noch 5. Gut. Ich glaube, Didi plus 1. War das so, Didi? Ja, und Kerstin auch plus 1. Sehr gut. Und Jessie hat sich wieder aus allem rausgehalten und hat uns machen lassen. Ich habe meine Sachen geholt. Ihr sucht Streit und dann mault ihr rum, dass ich nicht helfen komme. Ja, haben das ja unfair. Damit ihr eure Sachen wieder kriegt. Was geht denn jetzt hier? Wir sollten mal dieses Käfergummi herstellen. Kann ich sogar. Ich habe mal Käfergummi hergestellt. Bin ich denn jetzt, bin ich jetzt blöd? Es kostet 4-mal, wir haben 10-mal. Das kostet 2-mal, wir haben 10-mal. Das kostet 1-mal, wir haben 2-mal. Was brauchen wir da für eine Station für? Speisen. Also ich bin am Kochen, aber irgendwie ist... Hä? Das müsste doch hinhauen. Ach, weil ich was im... Weil ich das da... Deswegen wahrscheinlich, ne? Ah, okay. Aha. Okay. Minecraft ist böse, sich seit gestern nicht einloggen. Oh! Warum das denn? Hallo? Aber dann sollten wir das tatsächlich vielleicht immer dann herstellen, wenn wir es brauchen. Oh, ich habe hier Käferfleisch liegen. Das verbraucht sich halt ziemlich ordentlich. Ich kann nicht dran hängen. So, und dann wollte ich mir noch diesen Fecht-Mücken-Fecht-Dingster-Bumster wollte ich mir noch anschauen. Stechmückennadel. Ja, dann machen wir das doch mal. Auf jeden Fall besser als der Speer mit Sicherheit. Hops. Dann mal die ganze Tasche leer machen. Support angeschrieben, weil er alles Mögliche probiert hat. Hm. Das ist natürlich Mist. Keine Gegenstände schnell eingelagert. So, und jetzt kommt die große Frage. Was gibt's zum Abendessen? Meinst du... Ziemlich spät zum Abendessen, oder? Nutella, wow. Ich habe Gummibärchen. Noch 2 Stück. Aber ein sparsames Abendessen. 2 Gummibärchen. Ja, es gab ja heute Abend schon. Das ist quasi der Nachtisch. Ja gut, das ist schön. Nachtisch sehr sparsam. Wer hat eigentlich eine rote Ameisenkeule in die Kisten gepackt? Denn ich sortiere ich die weg. Vielleicht war ich das. Nur vielleicht. So, Stapel mal wegpacken. Hier ist den einen Rüssel. Okay. Hänge ich jetzt mal auf.
Hier eine Safti-Packung auf dem Strohhalm ist Wissenschaft. Gönn dir. Ja, versuch mal da hochzukommen. Salat oder Chili? Ich komme. Spät, Keks mit Nougat mal rein. Ich bin eben nicht hochgekommen auf die Schnelle. Ich koche auch immer erst so 23. Ich könnte ja nicht schlafen, wenn ich so spät dann erst essen würde. Aber es ist wahrscheinlich auch alles eine Sache der Gewöhnung. Bitte? Kelly, Odin, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Was meinst du? Was wollte ich denn? Ah ja. Könnte nur suchen auf. Ich wollte schauen, ob ich nochmal so ein Beet hier bauen kann. So. Ich das jetzt wiederfinde. Da fehlen die Seile. Du kannst ja beim Beet auch auf die. Also mittleres Mausrad und dann daneben. Wo bist du denn? Stimmt, aber das Chili sieht so gut aus. Ja. Wir müssen ja noch Marienkäferbeinschienen herstellen, ne? Ich gönn mir mal. Haben wir denn genug? Sie seien's. Wir haben keine Pflanzenfasern mehr. Ja, das war noch eine Aufgabe. Ja, eben. Deshalb sage ich ja, ich gönn mir mal. Ja, haben wir genug für alle? Nicht so dreist, nee, nein. Für eine hat wir genug. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Keine Antwort, bitte. Nicht? Nee. Wer hat denn die Pfeile wegsortiert? Die sind noch meine Pfeile wegsortiert. Ja, irgendwer packt immer so Kram weg und dann... Deswegen habe ich wahrscheinlich keine Pfeile mehr. Nimm das Chili. Schade? Was denn schade? Ich zum Beispiel kann das nicht, da liege ich ewig wach. Ja. Was ist schade, Odin? Okay, Kerstin, das mit der Science ist tatsächlich relativ kompliziert. Ist die keine Antwort wollte? Wo drauf? Mhm. Ich bin da nicht hochgekommen. Ich hätte es gerade geschafft, wenn meine Pusteblume nicht kaputt gegangen wäre. Ich hab's, glaube ich. Ich hab's. Über die Grashalme kommt man hoch. Ja, Odin, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ist alles gut. Ja. Lass mich durch. Und die Wurst ist ja hausgemacht. Bei was? Kommt gerade nicht mit Easy, es tut mir leid. Night Mode. Brauch noch unbedingt Unkraut, war ich noch. Weiß jemand, ob wir zufällig schon schlafen können? Sag mal, hast du gerade irgendwie Eicheln im Inventar gehabt, Jessie? Nee, Seile hatte ich im Inventar, weil ich die rausgenommen habe. Wer Eichelkappen? Ach wow, ich bin zu weit weg. Deswegen. Ah, okay. Wir könnten den Boss machen. Welchen Boss? Die Brutmutter in dieser Spinnenhöhle da oben in der Hecke. Wollen wir können das nämlich herstellen. Ja, wir können das jetzt herstellen. Wir haben das vorhin gefunden, ne? Mhm. Was müssen Marienkäferbrocken, Marienkäferteil, Distelstachel. Meint ihr nicht, dass wir dafür noch ein bisschen wir besser... Wir sind dafür auf jeden Fall nicht stark genug. Wir sollten vielleicht erstmal an eine Wolfsspinne denken. Nach welchem Kriterium habt ihr das denn jetzt... Wir sind nicht stark genug. Wolfsspinnen gut, sind... Gut, könnt ihr damit. Das können wir vielleicht so in 6 Wochen machen. Kerstin hat schon mehr weitergespielt. In 6 Wochen? Nein. Ja, ich habe wieder gespielt. Ja, ich bin da Jessys Meinung. Gott sei Dank. Ich finde, wir können das ruhig ausprobieren. Wenn es dann kacke ist, können wir es immer noch lassen. Wir können es auch so machen, dass Conny und Didi das ausprobieren. Genau. Und Kerstin und ich, wir stehen vorne vor der Höhle und lachen uns einen
Ich habe doch gerade selber gesagt, dass wir erstmal eine Wollspinne machen sollten, bevor wir das Vieh machen. Die sind genauso schrecklich. Ja, dann probieren wir gleich eine Wollspinne aus. Ja, Brutmutter. Nein. Wenn wir die schaffen, dann können wir ja... Dann können wir drüber nachdenken, wann wir die Brutmutter machen. Würde ich sagen. Was heißt schaffen? Ja, schaffen. Wie töten sie? Wir haben die Essstation zu dicht am Fenster. Die Ameisen können durchs Fenster da ran. An die Essstation? Aber da haben die doch nichts rausgenommen. Doch, die können sich hier von außen vom Fenster können die sich bedienen am Essen. Ja, war denn da was drin in der Kochstation? Ja, ich hab die vorhin rausgenommen. Ich hatte zwei Sachen draufgelegt. Und ich habe sie gerade erwischt. Ich würde das uns mal noch... Ich will doch nur ein bisschen Unkraut. Aber... Das wird nichts. Leute, denkt da dran, wir wollen auch unsere eigenen Erfahrungen sammeln. Das funktioniert halt nicht, wenn ihr uns vorher erzählt, dass das noch nichts wird. Hast du die Dings, die Kochstation hochgestellt? Habe ich jetzt hochgestellt, ja. Ich dachte, da kommen sie dann definitiv nicht ran. Oder willst du es weiterhin hier unten stehen haben? Ich fand schon praktisch, dass unten ist. Nein, falscher Knopf. Ja. Nick! Let me through. Warum hast du gesagt, netter Rüsselkumpel? Weil ich gerade einem hier so einen Rüsselkäfer herlaufe. Kerstin? Bist du schon wieder? Da ist die Base. Ich renne voll in die falsche Richtung wieder. Ich bin mir auch ein bisschen genervt von den Geräuschen. Keine Ahnung, was da passiert. Mit welchen Geräuschen? Die waren Geräusche in der Base. Sollte das funktionieren? Böse Geräusche oder was? Aber ich glaube, wir können pennen. Bin ein bisschen weit weg, aber ich kann kommen. Die sind nicht. So. Wie gesagt, ich muss erst zurückkommen. Ja. Schlafen ist wichtig. Ach. Doch, wir doch. Wir haben hier noch Aufgaben, ne? Habe ich gerade angezeigt gekriegt. Hm. Baumwanzen töten, Marienkäfer töten. Mhm. Marienkäfer töten? Mhm. Dann haben wir doch schon voll viele getötet. Wir haben aber gerade als Aufgabe gekriegt, als neue. Achso. Ja, drei Stück, jetzt sehe ich es auch. Noch drei Baumwanzen, die müssen wir eh noch töten für mehr Baumwanzenbrocken. Gut. Ich hau mir mal ein bisschen was auf den Grill. Kerstin? Ja, was hier am Ablaufen ist. Lass mal die Läuse braten hier. Der läuft auch gleich auf. Okay, kann ich gern machen. Hier, rechts. Ach, ja. Da. Also am besten von den Mehlbrotlaiben nichts mehr kochen. Weil wir haben da 7 Stück drin. Packt euch ruhig mal welche ein. Weil die nämlich ablaufen können, die sollten wir immer echt. Wo das fertige Essen gerade?
Da in der Kiste. In der Tür. Ja. Weil das Mühlbrotleib nämlich abläuft und das Dörrfleisch nicht. Ja, ich habe auch noch kein Dörrfleisch gegessen. Nee, ich auch nicht. Aber dieses Brotleib können wir ja dann immer zwischendurch machen, wenn wir was brauchen. Nur es hält halt nur ein, zwei Tage. Hast du die Gasmaske noch auf, Conny? Hm. Du stinkst. Wow. Selber. Mir ist gerade nichts Besseres eingefallen. Du hast die Danke. Das Bild fällt ihm natürlich ein. Ja. Ist okay, ich verstehe das. Ist ganz schön frech. Ja, ist er. Sorry. Achso. Aber die Vorlage war tatsächlich gut. Es ist auch manchmal so, dass ich beim Zocken einfach gar nicht großartig drüber nachdenke, sondern einfach vor mir hinquatsche und dann passieren solche Sachen. Einfach so. Marienkäfer machen? Haben wir noch nicht mitbekommen. Richtung gar nichts ist hier. Nee. Ich sehe alle nur dich nicht. Ah, da ist ein Marienkäfer. Ah, da ist ein Gollum. Da ist auch ein Gollum. Ich gehe mal lieber runter, bevor ihn den schlagt und ich noch draufstehe. Danke, Chris, für den Clip. Wenn ich nicht weiß, ob ich mich dafür wirklich bedanken soll. Ich habe das schon gehört, aber... Ausdauer. Didi, alles gut? Ja, das war nur Schilddurchbruch. Ich hab geblockt. Das ist so fies, wenn der Kopf da so abfällt. Gar nicht. So ist das normal, wenn man ihn köpft. Eben. So, was ist der Plan? Wollen wir jetzt nochmal so, wir haben noch eine Stunde Zeit, wollen wir nochmal gucken wegen dem neuen Labor? Ja, nein, vielleicht. Die anderen... Ja, wir haben ja jetzt die, Wir haben ja jetzt alle die Dingens, ne? Haben wir auch alle ein Messer für unter Wasser? Ja, Jesse? Ja, hab ich. Oh, ich krieg hier wieder keine Tropfen runter, die Tropfen sind wieder festgebackt. Brauchen wir definitiv Pfeile. Ja, meine sind auch schon wieder weggesteckt. Ich habe welche in einer der oberen Kisten gepackt und das Stacken ausgemacht, damit das nicht ständig passiert. So. Molare nutzen, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht gemacht. Erstmal sammle ich ein paar Pflanzenfasern. Aber ich... Ich wollte auch nochmal über die Mutationen drüber gucken. Ja, da habe ich auch schon was. Habt ihr euch jetzt eigentlich alle eine gute Axt gemacht? Nee. Können wir auch schon alle die gute machen? Ja. Das sollte möglich sein. Die heißt wie? Was waren denn jetzt nochmal die Molare? Hops, hops, hops. Ach, da. Im ASL-Terminal, glaube ich. So, Gruppen Mega-Molare. Also wir könnten weiter auf Max-Rohstoffgröße oder Pfeil-Stapelgröße oder Max-Verbrauchsgegenstapelgröße. Ich finde Rohstoffstapelgröße immer noch ziemlich sinnvoll. Ja, das andere finde ich irgendwie... Also wir haben zwei verfügbar. Also Max-Rohstoffstapelgröße kostet auch zwei.
Sollen wir das machen? Oh. Ja. Egal. So. Oh, Max aktive Mutation. Das ist ja auch nett. Ja, das wollte ich jetzt auch skillen. Ich werde es einfach nach und nach hier fertig machen. Fertig. Überall ein bisschen was reinknallen. Fertig. So. Das heißt. Status. Nee. Ich habe gar nicht so viele Mutationen freigeschaltet, dass ich da irgendwas lohnen würde. Wir hatten eine Erschöpfungserholung. Okay. Das ist ein Wiederbelebungstempo. Das interessiert mich gar nicht so. Aber Minus auf Erschöpfungserholung? Haucherlunge? Sehe ich das richtig? Hm. Bringt das ja irgendwie nicht wirklich was, oder? A plus Atem holen. Das ist halt nicht was mit Erschöpfungserholung, also wenn es komplett dann raus ist, oder wie? Also ich kann jeden Huckelspalt. Jetzt ist die Lebensanzeige schon deutlich größer, das gefällt mir. Nee, das wird die okay, Hacker finde ich gut. Hacker nimmt mal rein. So, was ist das? Schnelligkeit. Mehr Gesundheit ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Wenn der Chef besitzt seine Zeit, mit der keine Ausdauer generiert wird. Material sammeln, einsortieren, Lager bauen, während die anderen draußen sind und erkunden, kämpfen und so weiter. Muss ich halt mal darauf achten, dass ich das nicht zu weit runterkommen lasse. Also Atem holen hilft dir dann für... Ne? So, aber irgendwie verstehe ich jetzt das hier noch nicht so ganz. Das ist hier gerade aktive Buffs. Jo. So, das sind die aktiven Buffs durch das Essen gerade. Okay. Ja, also Essen einpacken. Dann wäre ich soweit. Und dann können wir von mir aus mal den Teich erkunden. Weiter unten. So funktioniert das. So. Wie weit seid ihr? Eigentlich. Ja, Jesse, hast du deine Sachen gepackt, damit wir jetzt gleich los können? Ja, ich bin nur ready. Ich brauch den Hammer noch. Den Hammer? Den Insektenhammer kannst du nicht bauen. Die Axt. Du brauchst das Messer für unter Wasser. Das hat sie laut ihrer Aussage. Sollte ich haben? Wartet, da. Letztes Mal hast du es so nicht. Durch. Ja. Die das Kiemenrohr gebaut. Ja. Ja. Okay, dann ich geh schon mal los. Ab zum Gameboy. Was? Die starke Axt braucht auch jedes Mal Bombardierkäferteile zum Reparieren. Mal laufe ich nicht ohne Essen los. Wo ist denn der Gollum schon wieder? Ich bin auf dem Weg. Ich sehe ihn nicht. Richtung Gameboy musst du. Da. Diesmal laufe ich nicht ohne Essen los. Ich? Nein. Schnorchel habe ich, Frank. Siehst du das nicht, dass ich einen Schnorchel habe? Mhm. Conny, damit das ist ein Bombardierkäfer. Ich komme. Hier unter dem großen Stein. Die waren schwach gegen Axt, ne? Er schläft, ich kann uns einschleichen. Okay, dann halt nicht. Oh, sorry, Kerstin. Au. Du warst davor und ich war noch in der Animation. Achtung, Säure. Er ist doch schon tot.
schon wieder eine Kochdrüse, also mittlerweile haben wir die echt oft. Ist das so wie andersrum? Ich komm, ich häng fest, Hilfe! Ja, sie hat uns gehört. Abhauen. Hä, warum? Ab, da ist ein Marienkäfer! Ja, den müssen wir. Warum hauen wir denn vor so einer Radnitzspinne ab? Deshalb, ich sehe sie im Nacken, ey. Ich bring da was mit übrigens. Nee, doch nicht. Okay, doch, ich bring da doch was mit. Ich bring das mal wieder weg. Können wir den Marienkäfer da drauf hetzen? Ja, krieg ich hin. Mal nicht. Okay, die Spinne ist reingehauen. Die hängt da hinten. Immer auf die Augen! Auf die Augen zielen! Nee, war doch auf die Füße, oder nicht? Das war Spaß. Aua. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Au. Autsch. Wow. Der hat Aua gemacht bei mir. Gibt's aber nicht. Der hat bei uns allen Aua gemacht, weil wir alle nicht geblockt haben. Hinein ins Wasser! So, wo müssen wir jetzt hin, Didi? Marienkäfer in Ruhe. Erstmal ja. Richtung hier Poolnetz da. Hier diese schwimmenden Larven da vorne können wir auch töten. Die sind erstens friedlich und die geben einem so eine Schwanzflosse, womit wir dann schneller schwimmen können, wenn wir da raus das herstellen. Hat ihr wieder falsche Messer dran? Nee. Report, Jesse, wir können die Larven da töten, die sind friedlich. Ja, aber offenbar nicht. Geh nochmal Luft holen. Ja doch, diese Wanderlarven sind friedlich. Ja, aber wir ja nicht. Weil wir ja Jesse alles plus eins? Ja. Jesse ist gestorben? Wo dran? Ja. Ja, beim Marienkäfer. Aua, blöde Spinne. Da kommt so, noch weißt du denn, wo das Labor war, Didi? Ungefähr. Kriegt er auch einfach nur einen Schlag auf diese Spinne drauf, ne? Ja, die sind voll kacke mit ihrem Ausweichen. Didi. Okay. Ja, gut. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Also im Wasser tot ist gleich richtig tot. Dein Rucksack schön. Oh, Jesse hat auch nur zwei da vorne. Ist ja super. Gibt's ja gar nicht. Ne. Wo ist jetzt mein Rucksack? Hier oben schwimmen Rucksäcke. Ey, der wird mir nicht angezeigt. Also hier gibt's Luft. Ey, das ist von Jesse gerade. Ich gehe einfach mal Richtung Labor. Ach, der Schlauch da hinten. Da gibt's auf jeden Fall Luft am Boden. Kommt da. Ich versuche, die anderen zu retten. Gar kein Stuff dabei, was ich hatte noch gar kein Stuff dabei, was ich verlieren konnte.
Ich habe irgendwie viel zu viele von diesen Spinnen. Ja, ich bin unter dir, Kerstin. Du kannst mir ruhig was abgeben. Sie. Ja. Meine Güte. Bei 99 gibt es eine Belohnung. Was? Und jetzt? Hey, ich bin am Schlauch. Wo ist denn jetzt der. In welche Richtung? Ich erstmal Richtung Netz. Ungefähr. Netz? Was für Netz? Guck mal nach an die Wasseroberfläche. Da ist so ein Aquariumnetz. Oder ihr folgt mir einfach. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja. Da, wo ich... Conny. Da hinten. 73 cm in die Richtung. Da. Zwei Spinnen hier. Ja, wir hatten gerade 5 oder so. Ja, da wart ihr aber auch nicht alleine, sondern zu viert. Okay, also ich sehe hier was. Schöne Nacht als Schlafgut. Mhm. Aber schön, dass du da kommen wir nicht rein. Nicht von hier. Aber ich brauche sowieso erstmal Sauerstoff hier, wenn ich hier bin. Ja, hier ist Blubberdings. Hier, ich habe was gefunden. Eine Öffnung. Hier geht's rein. Ja, aber ich dachte, ihr kommt vielleicht mal mir helfen oder so. Aber ja, scheint nicht so. Ich komme jetzt nach oben, ich brauche Luft. Bis spät. Luft. Dave muss jetzt für Zucht und Ordnung sorgen. Ich glaube, der Blubberschlauch hier unten ist näher gewesen. Keine Ahnung. Wollte er sowieso Richtung Didi und den noch helfen, aber dann war er tot. Ich habe massive Probleme, das hier auf der auf dem Spielfeld zu sehen, wo wer ist. Weißt du, wie das hier euch ist ein Luftschlauch, geht? Das habe ich gar nicht gesehen, dass da einer ist. Dann können wir ja hier so lange auf Didi warten. Ja. Und währenddessen vielleicht noch so ein paar Screenshots machen. Hallo. Auch das könntest du gerne machen. Ich dachte, Achtung, so ein paar. Die Kamera hat aus. Sieht sehr witzig aus. Ja. Achtung, Fotomod geht wieder aus. Mhm. Wie sind hier alle an dem Wasserschlauch hängen? Ja, den Luftschlauch. Also Didi, wir sind unter Wasser und warten hier auf dich. Ja, ich bin auf dem Weg. Hättet ihr mich nicht allein gelassen, hätte ich nicht respawnen müssen. Nee, das war nur für dich so als nicht Info. Nicht vorweggerannt, wären wir bei dir gewesen. Ja, Conny meinte, ich soll euch zu dem Dings führen, deswegen dachte ich, ihr folgt mir vielleicht. Wir haben es ja jetzt gefunden und irgendwie war hier kein Didi. Ah, da ist er. Ah, ich war gerade am Getränk einschenken. Das ist nicht das, was ich meine. Aber Hilfe. Aber ich glaube, das ist das Richtige, weil da hinten ist nämlich ein Labor gewesen. Okay, hier ist Luft. Es ist duster. Oh, was haben wir? Ein Ressourcenanalysator. Hab aber nichts. Eine verschlossene Tür. Wert. Das ist ja frech. Also, dann vielleicht doch zu meinem. Nee, gesehen, ich bin mit Schirm gesprungen. So gut gemacht. Das war gar nicht gewollt. Körper gemacht. Also, wo müssen wir hin? Ja, das war beim Keukapfen. Aber wo auch immer da jetzt ist. Da hinten ist noch was. Erleuchtet irgendwas? Mhm. Ja, das könnte es sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber es sah auch anders aus. Das war eine richtige Forschungsbase wie eine Spinne, Conny, hinter dir.
Das ist ein Ring, ein Ehering oder so. Ah, das ist ein Ring. Ah, hier ist es, hier ist es. Achso, ja, scheiße, ihr habt ja die Spinne, ne? Ich hab jetzt auch eine. Warte, ich hab zwei. Wundere mich, warum ich hier die ganze Zeit Schaden nehme. Ach so, deswegen habe ich vorhin auch Schaden bekommen. Oh, ich habe jetzt auch zwei. Ich muss mal auftauchen. Hier ist ein, ich wollte gerade sagen, Jesse, da ist ein Wasserschlauch. Du hast noch eine Spinne hinter dir. Luft. Bin ich Hilfe? Wo ist die Spinne? Ah, hinter ihm jemand hinterher. Jetzt habe ich definitiv wieder eine andere. Meine war fast tot. Wir haben unsere drei tot. Was seid ihr? Jetzt wurde Wasseroberfläche. Ich bin raus. Okay. Ich war, mir ist schon schwarz vor Augen geworden. Hier unten ist Luft. Hier ist auch ein Marienkäfer, aber die meint nicht alleine. Da wo die ist es Luft. Mhm. Ja. Da wo Jesse ist es Luft. Ich komme auch mit wir runter. Wir sind direkt übereinander. Luft. Ich mag Luft. Ja, Luft ist gut. Dann können wir da so, in das Leuchtding rein, ne? Diese Kuppel habe ich gefunden. Conny, dieses Leuchteding ist ein Ehering. Ach so. Ja, die Kuppel meine ich. Da können wir nichts mit machen. W und T. T klingt ja nach Tully, oder? Hier hinten. Hallo. Ah, ja. Kommst du auf Tully? Na, der Forscher. Ist hier nicht so. Achso. War das nicht? Wirklich? Wie viel Luft brauchen wir, Didi? Frag für einen Freund. Ich hab keine Ahnung, mehr als jetzt habe ich auch nicht gesehen, außer diese Kuppel. Ich habe eine Wasserspinne. Das ist Wissenschaft. Das ist Wissenschaft. Ich schwimm hin. Aua. Ich hab auch gleich keine Luft mehr, fällt mir gerade auf. Ja, nicht nur du. Ja, wirklich, das ist aus den Adios herausgegangen, die ihr schon gefunden habt. Achtung, Jesse. Adios. Binne. Brauche Luft. Ich bin sowieso gleich tot. Ich schwimme auch mal an die Luft, genau, an die Oberfläche. Der Schlauch ist mir. Wit, ja, ich weiß. Teichluke. Ist versperrt. Okay. Lasst mich, ich bin sowieso halb tot. Hier, Conny, hier geht's auf. Ja, ich brauche Luft, ich komme sofort runter. Ja, hier ist Luft drinne. Oder auch nicht. Hier ist keine Luft drinne, Panik. Warum ist denn hier keine Luft? Hier ist Wissenschaft, herzlichen Glückwunsch. Aus den Audios, okay. Hat schon jemand Luft hier drin gefunden? Also hier hinten gibt's Luft. Hier, ich folge gerade Luft nach unten. Nee, hier ist keine Luft. Bei mir gibt's Luft. Oh, auf dem Boden. 70 cm weit weg. Das ist nicht so viel, ne? Doch, schon. Hier, es könnte aber auch reichen. Also da drin ist keine Luft. Oh, Koi. Koi. Koi macht nichts. Spinne. Ich hab Koi quasi schon berührt, er macht nichts. Okay. Achtung, Spinne hinter die Jesse. Aua! Die Wasserspinnen sind ultra nervig. Ja. So, was hast du jetzt gesagt? Wo hast du was gesehen? Jo. Was aufgeht, Didi? Das machen wir nochmal neu. Da waren wir schon drinne, Conny, da wo es keine Luft gab. Da war ein bisschen Science drinne. Und eine versperrte Tür.
durch. Also hier gibt es den nächsten Luftpunkt. Problem ist, hat jemand so eine Fackel, die unter Wasser funktioniert? Es wird ganz schön duster. Du kleines Kackvieh. Hau doch ab. Du stirbst doch nur. So, wo ist Luft? Wo ist der Pony? Da hinten. Sieht hier nur nichts mehr, ne? Doch Nacht ist, ne? Wir suchen uns jedes Mal die besten Zeitpunkte aus. Ja, wenn wir es nicht geschissen kriegen, direkt nach dem Aufstehen einfach loszulaufen. Erstmal unter Wasser was getrunken. Klassiker in Videospielen. Oder Science. Aber vor allem ist hier keine Luft. Science. Ah, doch, da ist Luft. Und Spinne. Und über dir. Ja, ich wollte erstmal Richtung Luft und dann. Okay, hier geht's tiefer nach unten und hier geht's auch um Luftschlauch. Also ich denke, hier wird richtig sein. Sehe dich mal wieder nicht, ich sehe nur Jess. Pony da hinten. Oh, schon wieder so eine blöde Wasserspinne. Ja, ich höre auch eine hinter mir. Au! Ehrlich gesagt bin ich sehr erstaunt darüber, wie gut dieses Schwimmen funktioniert. Oh, Jesse, ich hab deine Spinne. Da war Schwimmen immer ein Krampf. Okay, also da unten wird's auf jeden Fall hell. Das ist schon ganz gut. Aber was ist da? Ein Dino-Kopf? Ich hab mich vor dir erschrocken und vor dem leuchtenden Dino-Auge. Ja, geil! Versunkener T-Rex. Hallo, Egona! Wie geht's dir? Ich würde mal Science! Ja, mach das. Ja, ist okay. Oh. Eventuell bin ich im Weg. Eventuell leuchte ich pink wegen der Science. Wie funktioniert diese Kamera, ey? Ja. Bescheiden. Das gibt gute Bilder. Ego, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Die dann nicht ausstellen. Noch nicht ausstellen. Ja. Gut, und selbst? So. Ja, muss. Jetzt ein schönes Foto, oder? F und. Vielleicht kriegen wir es hin, dass Didi in den Mund schwimmt. Ganz ähnlichen Winkel. Ich bin auf dem Weg, weil da irgendwas im Mund steckt. Das wollte ich haben. Sieht aus wie ein Speer. Mhm. Oh mein Gott. Wieder da, WB. So ist doch super, oder? So, also von mir aus können wir wieder raus. Von mir aus können wir auch. Ja. So, ich habe hier Licht gefunden. Verrotteter Stachelspeer. So, was habe ich hier? Schlammige Schuppe. Mit einer Schippe. Schlammige Schuppe. Heuschuppe. Wo war hier die nächste Luft? Frage. Den Schlauch folgend. Folgen? Ich weiß nicht, ob ich ihm folgen möchte, wenn ich nicht weiß, wie weit wir schwimmen müssen. Oh, da ist auch Licht. Ja, ja. Weil blaues Licht. Es leuchtet blau. Okay, da ist die Luft. Okay. Okay, jetzt runter. Und schnell dem Luftschlauch folgen, um wieder den nächsten Luftpunkt zu finden. Da ist noch eine Schuppe. Da oben fahren keine. Hier endet der Schlauch. Da ist der Eingang. Sieht gut aus hier.
Seht ihr das? Hoffen wir, ja. Ja. Nein. Da gibt's auch irgendwie Luftblasen. Da. Zieht da irgendwie was rein? Ja, ich glaube, wir haben hier einen Booster. Hast du schon Luft entdeckt? Da hinten vielleicht? Da gibt's auf jeden Fall einen Booster nach oben. Das Zeichlabor. Erkunde die Tiefe. Da gibt's einen Booster nach oben. Au, ich bin an die Decke gestoßen. Habt ihr Luft? Nee. 20 Sekunden noch. Wer Luft hat, ruft. Hier gibt's Science. Vielleicht in einem Labor. Mit Luft. Vielleicht. Bitte. Oh Gott, ich sterbe gleich. 10, also 12, 10, 9. Seid ihr da drin? Das war die einzige Chance, also die ich gesehen habe. Also hier im Labor ist nix. Wir sind tot. Ich bin tot. Jo. So knapp. Ja, ist halt schwierig, ne? Wenn du es nicht direkt siehst, wo du hin musst, dann war's das. Ja, ich bin auch. Das war's. Das wird jetzt schwierig, das wieder zurück. 3, 4. Warum? Das wird jetzt echt schwierig, wieder zurückzukommen. Ohne die Kiemen. Ach nee, die behalten wir ja. Die behalten wir doch. Hä? Wir haben doch Ausrüstung, behalten wir doch. Wo respawn? Okay. Aber meine Sachen Forschungsstation. Sind. Oh no. Ich bin am ADW respawned. Bin auch an der Forschungsstation. Ich bin da, wo die Mücken sind. Ja, gut, aber einfach laufen und ins Wasser springen. Ja, ich bin im Wasser. Ja, dann sind Mücken doch kein Problem mehr. Ja. Hallo, ich bin stuck. Bin nur im falschen Wasser. Ah. Depp einfach Leertaste gedrückt hab. Achso, ich wollte gerade fragen, warum bist du denn nicht in der Forschungsstation gespawnt? Nehm Jesse, genau, nehm Jesse, das ist gut. Aber es ist Nacht, ne? Soll ich dir durch die Pampa wandern? Oh, war der Goldfisch doch nicht so lieb, was? Er hat gerade kurz was machen wollen und dann doch nicht mehr. Es sah so aus, als wenn er dich auffuttert. Ja, macht er dann aber irgendwie doch nicht. Bedrohung entdeckt? Der ist ziemlich groß. Doch, der ist böse, der ist definitiv böse. Warum? Der wollte mich gerade essen. Ich hab ihn gepiekst. Ja, aber macht er dann doch nicht. Ich glaube jetzt schon, ich habe ihn gepükst, das fand er glaube ich nicht so geil. Oh. Er versucht sich einzuschlafen. Oh Gott! Ja, er hat. Ich glaube, er hat mich. Er hat versucht mich auf. Oh ja, er hat mich gegessen. Voll gekeult. So viel zu, der ist lieb. Ja, wenn ihn nicht wehtut, dann ist er auch lieb. Ich wollte Jesse helfen. Oh nein, jetzt bin ich an eine Base gespawnt. Wenigstens bist du an der Base gespawnt. Schon gefragt, jemand von euch tötet. Ich bin am anderen Ende der Map gespawnt. Ihr habt es gerade bis zur Saftipackung geschafft. Der ist wohl nicht so friendly. Nee. Tatsächlich da. Da wurde Conny. Weil die Frage ist. Schmeckt's eigentlich, Conny? Oh ja. Frechheit. Die Frage ist: Ist der nur sauer gewesen, weil ich ihn gehauen habe? Oder war das jetzt einfach generell. Keine Ahnung. Tja, gute Frage. Oh, die Rucksäcke sind hier oben an der Wasseroberfläche. Ja, ist mir auch gerade aufgefallen. Ich würde aber erstmal zur Base und meine Sachen reparieren. Weil die sind nämlich alle kaputt. Bei mir. Nee, ist eigentlich egal, Odin. Wir werden schon sehen. Entweder greift er uns noch weiter an oder halt nicht. Oh Gott. So, da, nach Hause.
Ich glaube, diese... 0.05 Uhr. Ich glaube, ich warte bis zum nächsten Morgen, bevor ich mich da nochmal auf den Weg mache. Ich würde sagen, wir sollten nachts losgehen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir diese Flipflossen bekommen zum schneller Schwimmen. Ja, wie viel brauchen wir denn dafür und wie viele haben wir? Stimmt, da war was, ne? Hab ich ganz vergessen. Flipflossen. Ich glaube, das wird sonst ziemlich schwierig. Da brauchen wir vier Stück Ruderwanzenflosse. Wie haben wir? Eine. Was ist eine Ruderwanze? Das sind diese Viecher, die so in Wendy durchs Wasser schwimmen. Habe ich doch vorhin gesagt, dass wir die dafür brauchen. Ich habe. Also diese größeren, die einen nicht angreifen. Ja, die aussehen wie so ein Käferviech. Klar, dann kill ich die jetzt. Baumwanze! Das sind meine Sachen. Ich hab mich verlaufen. Conny, bist du beim Wasser? Mhm. Okay. Ich hole mir gerade Flossen. Vielleicht. Vielleicht sind die auch zu schnell für mich. Hä, hey, die sind ultra langsam. Hä? Der schwimmt auf jeden Fall schneller als ich. Okay, vielleicht hatte ich auch Glück und der ist von vorne gekommen oder ich weiß es nicht mehr genau. Aber er kann nicht ewig geradeaus schwimmen. Reparieren, hoch. Möchte ich das aber bitte wieder ausrüsten? Hallo Flossen! Ich gehe mal die Keuschuppen analysieren. Ne? Hat hier sie die Tür zugemacht? Das ist doch schon. Und Halle, ich muss sogar rechnen, wie geht's dir? Die zwei. Keuschuppen Brustpanzer, Keuschuppen Helm, Keuschuppen Beinpanzer, Keuschuppen. Man kann Stühle machen. Einrichtung entdeckt. Parademeister. Hab ich schon lange. Ja, ich noch nicht. Versunkene Knochen haben wir auch noch nicht gefunden. Nee. Ach, scheiß Spinne. Die bauen, hier wird gekämpft. Zwei. Nein, Jesse, du bleibst nicht in der Base zum Bauen. Drei Spinnen. Genau, scheuch die mal raus, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, ich brauche noch mehr von den Flossen-Einis. Es gibt ein Kochbuch-Hacke. Geh doch auf diese Rose. Oh. Larvagne. Gut genährt, Speise und kritische Trefferchance. Ich weiß nicht, ob wir das holen wollen. So, einen noch, dann habe ich meine Flossen zusammen. Spinne. Ja, ich glaube, die war Buggy, die Spinne. Die ist mir einfach an Land gefolgt. Das sind Spinnen, die können das eigentlich. Auch nur so eine Seerose und dann war sie quasi unfähig, sich zu bewegen und ich konnte sie einfach abstechen. Hm. Das ist ein Flossi-Heini, oder? Ne, das ist der andere Flossen-Heini. Soll ich das Kochbuch jetzt nehmen? Ja. Ja. Kochbuch holt sich wieder. Wo hast du das denn jetzt her? Ja, mit Bienen-Eintopf kostet Bienenpelz und Pollen und Lavagne, Larvenstachel, Madenschleim und frischer Billy-Hock-Riegel. Was ist das für ein Geräusch?
nehmen diesen Billy Rockriegel her. So, ich brauche jetzt hier noch so einen Paddelheini. Wo ist der? Das Laute war der Koi. Okay. Der macht aber seltsame Geräusche. Ich dachte, er frisst mir mal die Wasserspinne weg, aber nö. Da ist ein Paddelheini. Und keine. 4 Stück braucht man, ne? So, ich bin aber wieder durch. So, was ist jetzt der Plan? Ich würde bis zum nächsten Morgen warten und dann nochmal loslatschen. Ja. Wenn wir jetzt morgens loslatschen, sind wir unten, wenn es dunkel ist. Ja, ich will nicht in der Wolfsspinne laufen. Ich bin da ganz Kerstins Meinung. Weil ich brauche eh erst noch die Paddel, also... Meine Sachen sind kaputt. Ihr könntet was zu essen mitbringen. Kann machen. Bieneneintopf, hoffentlich ist Biene heute nicht da. Biene ist, glaube ich, noch arbeiten. Oder die liegt schon im Bett. So können wir daraus Eintopf machen. Aus der Biene. Aus der Biene bestimmt nicht, aber wenn wir hier Bienen finden, könnte man daraus Eintopf machen, ja. Bienen finden ist nicht das Problem. Nee, glaube auch nicht. Kommt auf den Topf an. Ihr seid fies. Kerstin und Jessie sind zu Hause, ne? Ja. Ich musste meine Sachen reparieren. Da ist so ein Vieh. Bleib stehen. Hallo. Hallo. Boah, das ist aber hier romantisch so mit dem Vollmond. Ja, eine habe ich. Kommt auf den Topf an, wow. Jessie ist wieder Brain AFK? Nee, ich habe Chat gelesen. Ja, zum zweiten Mal. Achso, ja. Lasst mich, es ist spät. Außerdem ist es der zweite Stream heute. Jessie, ja. Ich habe was mitgebracht. Oh mein Gott. Ist das eine große? Eine Wolfsspinne? Ist das eine Wolfsspinne? Ja. Wir wollten eh noch ausprobieren, ob wir die töten können, ne? Nein, wollten wir nicht ausprobieren. Nicht? Nein! Auch wollt ihr. Geh mal raus und gucken, ob die noch da ist, Jessie. Ganz bestimmt nicht. Kannst du schön selber machen. Kerstin und Jessie gehen vor! Hype, hype! Strumchen raus! Irgendwer wollte was zu essen haben? Ja. Zum Glück kannst du niemanden rausschmeißen bei mir. Das Schumchen darf bleiben. So. Marienkäferbeinschienen. Geht das jetzt? Ja. Dann würde ich mir die mal herstellen. Oder wer braucht die noch alles? Ich habe auch noch keine. Okay, wollen wir das ausknobeln? Ich habe noch so ein Labor unterirdisch gefunden. Finde ich denn jetzt die... Aber hier war auch nur Science und ein paar Marmorscherben. Was ist denn zur Hölle eine Madenbrille? Die habe ich Aerodynamik verbessert deine maximale Ausdauer. Die habe ich eine Zeit lang gehabt, da sollte noch einer irgendwo rumfliegen. Da sieht man ja aber aus wie ein Summi. Sogar ein paar Screenshots gepostet.
hier. Ist dir gar nicht aufgefallen anscheinend. Oh Gott, was sucht das? Fand ich sehr gut aus. Es gibt auch einen Blasenhelm. Mit versunkenen Knochen. Ich glaube, irgendwann ist unser Dach voll, Jesse. Ja, wenn die andauernd gebaut werden. Hat schon wieder Wendespinne gebaut? Oh. Nee, eigentlich nicht. Ach, das war die, die auf dem Balkon stand. Ja, nee, die will ich da nicht haben. Ich war auf dem Balkon. Hat jemand einen Plan, woher wir irisierende Schuppe haben? Ja, das waren die Leuchtkäfer. Ah. Ich bin das, glaube ich, weg. So, aber ich ja, suche jetzt tatsächlich... wir können dann auch mal los. Ich suche jetzt hier die Flipflossen, da. Flipflossen. Wie oft kann man die noch herstellen? Ohne Flipflossen, also ohne Flossen gar nicht. Ich bin gerade am Farmen. Conny war so nett und hat für sich selber gefarmt. Ja. Weil es jetzt auch schon morgen ist. Die Madamsens wollten ja nicht zum Teil. Ja, schon auf dem Weg. Eine von den Ruderflossen. Was braucht man, um das zu bauen? Sprössling. Gehen die kaputt, wenn ich die auf dem Land trage? Sieht nicht danach aus. Oh, mein Messer habe ich vergessen zu reparieren. Was brauche ich denn dafür? Wenn ihr auf dem Weg ein Rüsselkäfer findet, bringt mir bitte das Fleisch mit für mein Schild. Okay. Sprich Freund und tritt ein. Melon? Melon. Ja, komm, Aussprache. Jetzt habe ich jetzt nicht mehr 100% im Kopf gehabt. Hallo. Hast du gesagt, Jesse? Die Ambition, da wieder runter zu gehen, ne? Den ganzen blöden Spinnen. Ich habe einen Rüsselkäfer für Didi. Okay, danke. Und ich habe auch Futter für Didi. Bist du irgendwo unter Wasser? Ja, ich verfolge gerade so ein Viech. Ich würde es auch gerne über Wasser dann irgendwo treffen. Die das Zeug irgendwo hinschmeißen kann. Ich hätte gern erst die Viech, weil... Aber das schwimmt gerade in die falsche Richtung. Oh, jetzt habe ich das wieder alles im Inventar. Saft. Den Tropfen nehme ich mit. Wo sind jetzt schon wieder meine Pfeile gekommen? Ich habe jetzt 4 Flossen schon mal. Also ich habe jede Menge Pfeile mitgenommen. Ich habe eine Flosse mehr zu viel gefarmt. Aha, ich habe, glaube ich, ein Scap gefunden. Scap-Skin. Wo sind denn die Pfeile hingekommen? Ich habe doch gesagt, die habe ich mitgenommen. Hör mir doch zu, da musst du herkommen. Die sind gesteckt worden. Die Frage ist, wo die hin sind gerade. Guck mal die oberen Kisten. Doch. Okay, wie komme ich jetzt zu Kerstin? Sind die denn eher oben oder eher unten? Jesse, okay. Genau über dir ist eine. Ich habe ein viel größeres Problem. Der Koi ist... Der Koi tut nichts. Doch, der Koi tut was. Ach, da. Lass uns mal auf irgend so einen Stein drauf klettern, weil hier oben ist erstens scheiße drauf zu kommen und zweitens kann ich dir eh nicht geben. Ja, sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Hast du noch einen? Okay, einmal gekocht, einmal ungekocht und nochmal gekocht. Man hört Jesse wieder Stop and Go. So, ich geh mal meinen Rucksack retten.
Brauchst du noch Rüsselkäferfleisch, Didi? Oder hast du schon? Ich hab schon. Was heißt, ich bin wieder Stop and Go? Es ist so. Hallo, Jesse. Döt. Hallo. Döt. Manchmal versteht man dich nicht. Das ist doch kacke. Oh ja, also geschwindigkeitsmäßig macht das einen deutlichen Unterschied. Genau, also einmal, einmal von den Flossen habe ich noch. Also ich einmal jetzt, von, den, ja. von den Paddeln. Nicht die fertigen Flossen. Brauchen wir noch 7. Sein irgendwer von euch hat schon welche von den beiden Mädels. Nee. Eine Flosse habe ich. Also 6 halt noch. Ich bin noch auf dem Weg zu meinem. Nee, Buch. Mach das mal nicht. Okay, also der Kolkhafen greift einen immer an, aber der ist nicht besonders treffsicher. Diese Paddeldinger, die sind ganz schön schnell. Mhm. Hast du jetzt schon welche? Aber mit den. Nee, sie meint die Paddelfiecher, oder? Mhm. So. Aber mit den Flossen ist man schneller als die. Okay, ich habe eine tot. Okay, dann haben wir noch eine fertig, glaube ich, ne? Didi hat seine? Ja, ich habe das. Ich habe die Flossen dafür, ja. Ja. Kerstin hat eine, Jessie hat eine, ich habe 2. Das heißt, 4 Stück brauchen wir noch. Boah, das der ist immer böse, der ist immer böse, der ist immer böse! Ja, aber der ist nicht besonders stresssicher. Der ist bestimmt immer böse, weil du den gepiekt hast. Vielleicht. Vielleicht auch nicht, wir werden es nie erfahren. Ich habe einen Teil von dem Labor gefunden. Übrigens, da steht ja so eine Laterne mitten auf dem Teich. Ja, da war ich schon drin, da ist nichts drin. Ja. Genau. Da war ein bisschen Science drin und Marmor. Ja, immerhin. Der hat nur Hunger, der Koi. Mhm. Der soll sich woanders was zu essen holen. Ach, Flo, geh mir nicht im Sack. Okay. Achso, da bist ich hab eine. Ja, irgendwas. So. Achso, die Science hast du aufgesammelt, Cressy? Nee, ich war das. Okay, aber ich hab die. Du bist ganz weit weg. Upsi, Koi, Hilfe! Der ist wirklich böse, der Koi. So, ich verabschiede mich. Gute Nacht, schlaf gut. Dankeschön, dass du da gewesen bist. Hier geht's auch bergab. I need Luft. Au! Ich bin in dem Koi drin und komme hier nicht weg. Dann bist du tot. Oh, jetzt bin ich wieder rausgebackt. Hey, warum bist du wieder rausgepackt? Das ist ja frech. Ja, wird er wahrscheinlich Kerstin nicht gefressen haben, sondern nur, sie ist nur reingebackt. Jetzt hat er mich gefressen. Ja. Ich wurde vom Koi gekäut. Oh no. Warum spawnt man denn hier immer an diesem blöden Stinkwanzen-Ding? Nein. Gibt's doch noch eine nähere Forschungsstation? Blase, bitte. Ich wurde von Käufischen aus der Existenz geklatscht. Okay. Oh. Aber auch so komplett ohne Kommentar. Ja, es ist so.
Also der hat mich wirklich weggeklatscht. Wo kam der denn jetzt her? Ja, der war da und dann hat der nämlich wirklich geklatscht. Hat er den Rückhand mit seiner Flosse gegeben, oder? Ja, so ungefähr. Ja, schade, dass sie die Sachen jetzt nicht dabei haben, ne? Keuhappen. Den Elfenohr, wie geht es dir? Ja, ich weiß. Hallo Koi, verschwinde Koi. Ich glaube, wir haben diese Ruderwanzen ausgerottet. Wie viele haben wir denn jetzt? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich hatte 3 oder so. Ich habe einen im Inventar. Auch nur einen von den Viechern gefunden gehabt. Wo ich gekäut wurde. Ich habe 2. Ich habe eine Unterwasserhöhle gefunden. Und wieder diese komischen Ameisentotem. Und ein oberster Marmor. Aber der ist. Das Geile ist an diesen Flossen, man ist schneller als die Spinnen. Ja, echt? Nein. Ich brauche eine. Warum ist dein Charakter geschrumpft? Das wissen wir noch nicht. Das erforschen wir noch. Wir sind noch mitten in der Story drin, Elfenohr. Also, ich habe jetzt 4 Stück. Habe ich Mirko gute Nacht gesagt? Möchte jemand vielleicht zurücklaufen und schon mal die herstellen? Ja. Wir sind ja auch definitiv ein bisschen schneller unterwegs. Mit 2 brauche ich eigentlich nicht. Aber ja, wenn du von Conny 4, du hast auch welche. Hast du nur 4 oder mehr? Ich habe 4. Ich habe seit 100 Jahren keinen mehr gesehen. Ja. Ich brauche eigentlich nur noch 2 Stück. Achso. Richtig? Ja, ich habe jetzt 8. Das. Wie viel hat Kerstin? Eine, immer noch. Ich finde hier keine von diesen. Super, ich habe gerade noch eine gefunden. Dann haben wir sie alle. Wie, wir haben sie noch alle? Oder? Wir haben ja, wenn Didi sagt, wenn Didi sagt, er hat jetzt 8. Ja. Ich habe 3. Weg, du Kackvieh! Hau ab! Ich will nicht gefressen werden. Dann haben wir die restlichen. Auch zurück oder wollt ihr, dass ich die mitnehme? Gerade so ein Ruderviech gefunden. Ja, nimm doch noch was mit. Wir müssen ja vielleicht auch mal was analysieren. Ich glaube, das ist nicht kaputt, wenn man es analysiert. Ja, nee, man verbraucht nichts beim Analysieren. Das Schlumpfsyndrom. Mücke. Ja, okay, wollen wir dann zur Base und dann würde ich sagen, ist der Ausflug zum Labor dann fürs nächste Mal dran. Das ist eine gute Idee. Hm. Ah, hier ist noch einer. Ich würde auch gerne wissen, ob ich die Tulpen da fällen kann. Nee, das sind keine Tulpen, das sind Lilien. Ich weiß nicht, ob du sie fällen kannst, aber du kannst auf jeden Fall da immer mal wieder ein paar Blüten einsammeln. Oh, hier sind auch Harz. Aber fehlt für das Schlumpfsyndrom nicht noch, dass sie blau wird? Ich glaube, ich habe dir diese Unterwasserhöhle hier gefunden. Lass mich ihn. Passiert doch. Ja, spätestens, wenn ich nicht früh genug Luft hole, ne? Hellen kann ich sie nicht. Nein, lass mich in Frieden. Ich will dich nicht. Wenn ihr sie zu lange unter Wasser bleibt. Oh, es tut mir leid, Chat. Diese kleinen Mistmaden.
Wenn man Blaubeeren isst mit der Färbung, ist wie bei den Flamingos. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen nur einen Marienkäfer killen, hier ist eine. Aber ihr seid alle schon zurück in der Base, oder? Komm, kriegen wir zusammen hin, oder? Aber nicht mit dem Trinkbeutel. Ich dachte, du hast den gleichen gefunden wie ich. Ja, vielleicht. Bist du hier in der Nähe? Nee. Jesse war hier eben in der Nähe. Ich bin da. Er ist weggelaufen. Ich bin da. Jetzt mir doch schon gedacht, dass hier noch was liegt. Au. Der tat weh. Alles gut? Ja, noch. Autsch. Dafür, dass ich Flossen anhabe, renne ich ganz schön schnell. Es ist umgekippt. Das ist schön. Ja, ich hau mal den Marienkäfer noch zu Ende. Vielleicht. Habe ich schon gemacht, Schumchen. Wie viele Sekunden hast du noch, Jesse? 15. Ich kann kein einziges Mal mehr blocken. Ist hier eigentlich mehr als ein großer Coil drin? Wirklich? Kann sein, dass ich es nicht schaffe, Jesse. 7. 6. Nee, es wird nix. Ich bin auch down. Boah, ist der fies. Der hat sich zur Seite gedreht. Ich dachte, er hat keine Aggro mehr auf mich. Ich habe kein Schild, Kerstin. Ich kann dir nicht wirklich helfen. Der hat auch sich wieder... Ich... Also wenn du blocken kannst, dann kann ich helfen. Ich kann blocken. Du hast auch den besseren Hammer, ne? Mhm. Er hat Aggro auf dich. Ich bin gleich da. Ich eile. Hallo. Haben Sie bitte auf mich Aggro? Danke. Mann, ich habe gerade gedacht, der will gegen dich. Bin kurz aus der Deckung rausgegangen und. Genauso ging es mir eben auch. Der hat sich zur Seite weggedreht. Die Augen sind schwarz geworden, waren nicht mehr rot. Ich nehme das Schild runter und zack, war ich weg. Moment. Ganz dagegen. Heißt, Jesse einmal hochzählen. Dich und mich einmal hochzählen. Oh das Mann. Schon... Ich wurde schon. Ich glaube nicht, oder? Ich weiß doch, es doch, nicht. Doch, mich hattest du schon. Hast du Schrumpchen gesagt. Aber bist du danach nicht schon mal gestorben? Hm? Danach bist du dann nochmal gestorben. Ich bin einmal gestorben. Jetzt eben gerade mit dem Marienkäfer. Und dann bin ich nicht wieder aufgehoben worden. Sorry, das ging leider wirklich nicht. Ja, ist halt so. Du, ach, alles gut. Ich hab keine Pusteblumen mehr. Das ist ein bisschen unlucky. Es gurt hier nochmal, aber ihr seid bestimmt schon weggelaufen, ne? Ja.
Idee war, da hochzukommen für den Nadel. Lieber Chat. Ich war doch gerade noch irgendwo ein Nadel da hinten. Der arme Marienkäfer, der war voll unschuldig. Aber wir brauchen nicht die gute Rüstung. Nein, Rost brauchst du Stufe 3. Vor allem hatten wir eine Quest. Ja, das kommt mit dazu. Oh Mann! Habe ich die 40 doch noch erreicht heute? Ist ja super. Warte, ich renne, ich komme. Was macht ihr denn da? Ist nicht so weit weg. Ich weiß nicht, was Conny hinter mir gemacht hat. Ich habe nur ein paar Blütenblätter gelootet und dann war da eine blöde Spinne. Ah, danke für die Info. Das ist eine Spinne. Pass auf. Oh, man braucht 5 Keusche für eine Brustplatte. New Highscore. Hey, wir haben heute den ganzen Tag durchgehend New Highscores gehabt. Frank, was ist das denn für ein Quatsch? 4 Sekunden, glaub, schaffst du es, Kerstin? Ja, dann ist egal. Aber ich sehe die Spinne. Aber ich habe es nicht geschafft. Hattest du die Sachen noch im Inventar? Die Flossen? Hier, geh mal in die Ausrüstungskiste, die ist schon fertig. Denn mein Rucksack überhaupt? Ganz unten, oder nicht? 3 Stück im Inventar von den Ruderdingern. Ruderwanzenflossen. Ja, du bist jetzt auch die Letzte, die noch eine braucht. Chaoswelt, no, wie geht's? Das ist schon wieder hier. Abgelenkt worden beim Heimweg. Kann es sein, dass ich meinen Rucksack nicht verloren habe? Wenn du nichts dabei hattest, dann ja. Ja, aber ich habe alles wieder in meinem Inventar. Ich habe irgendwie nichts verloren. Du verlierst nur Ressourcen, keine Werkzeuge, ne? Ja. Ich würde mal schätzen, dass spröde Quarzitscherbe und Marmorscherben schon Items sind. Okay. Na, oh Gott. Ist egal. Hauptsache, ich habe den Stuff und mein Rucksack nicht, hätte ich irgendwo. Kann es sein, dass man mit den Flossen schneller ist? Ich renne hier. Obwohl, es kann sein, dass ich die Mutation geskillt habe. Okay, ich habe jetzt mir auch welche hergestellt. Hätten wir die jetzt tatsächlich alle? Mhm. Warte mal einmal, das Fleisch, das wird nämlich fast schlecht. Aufhängen, wenn es schlecht wird. Guck mal, ob wir das oben sind, können wir aufhängen da. Ja. Da ist kein Platz mehr. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Das habe ich vor der Nacht, glaube ich, aufgehängt. War ungefähr ich habe noch 2 Läuse, die am Vergammeln sind. Ja, ich habe aber auch, glaube ich, die Mutation mit an, Schumchen. Aber wir gucken da gleich mal nach. Natürlich auch wieder weniger Rüstung, ne? Leichte Rüstung, Schwimmgeschwindigkeit plus. Ne, dann hat es damit nichts zu tun. Dann liegt es wohl wirklich an der Mutation, die ich drin habe. Die Naturkunde. Plus Schnelligkeit. Leicht hier. Soweit auch. Ja, muss. Wie skillt man denn eine Mutation? Indem du sie benutzt, quasi. Ja. Ich bin bei der einen Mutation jetzt auch schon bei 3. 3 kann ich auswählen. Also Phase 3 ist jetzt zum Beispiel bei verlässlicher Freund jetzt schon. Nicht bei allen, ja. Könnte ich mir auch vorstellen. Also, ich weiß nicht, diese eine Mutation, die jetzt, wodurch ich schneller laufe. Also die müsste ich ja schon irgendwie langsam mal geskillt haben dann. Es gibt mehr Jungtiere. Ruf deinen Körper zu sich.
Hihihi. Ich hab was gebaut. Gott, wie cool. Manche findet man einfach. Ah. Ja. Oh mein Gott. Wow. Was habt ihr gebaut? Dass mit dem man sehr viel Spaß haben kann. Oh, oh Gott, wie gut. Oh, der tat weh. Oh, wie gut. Ich glaube, das ist tatsächlich für was anderes gedacht. Nee, das ist genau dafür. Ich glaube dafür nicht. Das ist ganz praktisch. Man kann nämlich jetzt vom Dach springen, ohne Schaden zu nehmen. Wenn man irgendwie weglaufen möchte oder sonst was. Ist das jetzt hier fertig? Nee, Zeit bis zur Ernte, 4 Minuten 33. Ja, aber als Treppenersatz. Nee, das ist einfach nur zum Springen. Und Spaß haben. Nein, es ist nicht. Doch, doch. Nee, nee. In diesem Spiel gibt's keinen Spaß. Hier gibt's nur Tod und Verderben und Spinnen. Nein. Doch. Doch, doch. Hast du gut gemacht, Kerstin. Vielleicht können wir das hier irgendwie unter den Balkon platzieren, dass wir direkt auf den Balkon hochspringen können. Sehr cool. Ist ein Kili. Was? Ein Kili Joy? Habe ich mich gerade erschrocken, als ich die beiden Wolfis auf dem. Nee, nicht Wolfis, es sind Radnetz. Steht ja der schief. Müssen da ein Fundament drunter machen, das steht so ja. Schief hier. Aber. Ich glaube, Schnelligkeit war X-Markierung auf der Map finden. Das könnte sein. Die dauert dann mit den Dörren zu lang. So, ich wäre bereit. Wofür? Ausmachen. Ja, können wir machen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank an die lieben YouTube-Zuschauer, dass ihr reingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen und abonnieren nicht vergessen. An meine YouTube-Zuschauer gerne bei Jessie reinschauen und umgekehrt natürlich gerne auch. Genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. So, alle sagen Tschüss. Die nur 20 Sekunden später. Tschüss. Ja, ich habe gerade vielleicht meinen Einsatz verpasst. Das ist immer wieder stark. Das ist der liebe Didi.